Wir haben einfach zufällig den gleichen Sitz gehabt und jetzt haben wir aber noch einen zweiten Flug gehabt von Paris hierhin. Und ich war gerade im Tiefschlaf und ja, nicht gerade parat. Wie haben wir euch ausgetauscht, Dario und sie? Einfach ein bisschen erzählt. Ein bisschen spannend oder einfach ein bisschen erzählt, was bei ihm so gelaufen ist, bei mir. Und ja, nicht speziell verrückt. Ich meine, wir sind 10, 12 Stunden geflogen, also da hat jeder noch Filme geschaut oder ja, nichts Spezielles. Wir haben auf diesem langen Flug auch Zeit, um zu realisieren, wie müde das ist nach dieser langen Zeit, so viel Einsätze. Ja, definitiv. Also, man weiss zwar, was man erreicht hat, gleichzeitig aber ist man auch ein bisschen müde im Kopf oder im Körper allgemein. Das merkt man sicher. Ja, irgendwie realisiert man es gar nicht, was jetzt hier auch gerade abgeht und läuft. Aber es ist schön zu sehen, was in der Schweiz für eine Stimmung aufgekommen ist. Sie sind jetzt wieder zurück in die Schweiz, haben aber auch in Südkorea sehr viele vertraute, enge Personen bei sich gehabt. Wie wichtig ist das bei Ihnen? Genau, die erste Woche waren 6 von meinen Leuten hier. Am Schluss dann noch 2. Es war schön, dass sie dabei waren, dass sie mich unterstützen, auch so weit weg. Es war aber nicht das Müssen für mich. Ich habe gesagt, in dem Sinn, sie müssen nicht kommen, aber sie wollen dabei sein. Und, gleichzeitig hatte ich aber nicht viel Zeit für sie. Und, es ist schön, dass Leute dabei waren, die für das Verständnis sind. Und jetzt geht es weiter, gerade in Gran Montana. Wie viel Erholung brauchen Sie, um dort wieder voll parat zu sein? 3 Tage, weil mehr habe ich nicht. Nein, ich freue mich auf Heimkurz. Ich habe das Gefühl, körperlich mag ich das alles gehabt. Es braucht einfach ein schön für den Geist und für die Seele. Schnell heimgehen, umpacken. Und dann freue ich mich aber gleich auch noch, dass wir noch 3 Wochen Endspurt haben. Alles Gute. Danke vielmals. Wie bedeutet Ihnen so ein Welcome da am Flughafen, wenn Sie zurückkommen mit der Medaille? Schwierig zu sagen. Ich hatte das noch nie so gehabt. Es ist das erste Mal. Es ist speziell. Es ist schön, das zu erleben. Und ja. Sie sind das Gefühl, mit 3 Medaillen zurück in die Schweiz gekommen, das kann man sich ja nicht einmal träumen wahrscheinlich, oder? Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich meine, ich bin extrem froh, wie das alles gelaufen ist, dass alles so positiv ausgegangen ist für mich und ja, ich realisiere sicher noch zu wenig, dass das etwas Einmaliges und Spezielles ist, weil man hat halt die ganzen Jahre oder einfach hart für das geschafft und dass es jetzt so auf den Punkt gebracht hat, ist verrückt und gleichzeitig kann ich noch zu wenig realisieren. Was freut Sie sich jetzt am meisten? Das Bett gerade im Moment. Alles mal auspacken, heimgehen, anders zu essen haben. Ganz viele Sachen. Fühlt man sich da in dem Moment, kurz bevor man da rauskommt und weiss, dass da ganz viele Leute. Es ist noch schwierig zu sagen, weil wir halt recht im Chatlag sind. Man weiss, das Ungewisse ist hier. Man weiss nicht, wie viele Leute sind, wie wird es, weil ich es auch noch nie hatte. Ja, sicher ein spezieller Moment mit Kribbeln im Bauch. Und das Gefühl, wenn man rausläuft, wie ist das? Das habe ich jetzt eigentlich gerade probiert zu erklären. Es ist eben, ja, viele Eindrücke kommen gerade auf dich zu. Man weiss nicht, man schaut um, so ist das und so. Ja, sicher speziell. In Pyeongchang war es so kalt, jetzt in der Schweiz nächste Woche wird es auch extrem kalt. Was sind Ihre Tipps für uns hier in der Schweiz? Unsere erste Woche war extrem kalt, das stimmt. Nachher haben wir angenehme Temperaturen gehabt. Ich glaube, die beste Hilfe ist gut anlegen und darauf einstellen. Genau. Danke. Dario Colonia, Sie haben eine Goldmedaille um den Hals und zusammen mit Wendy geflogen, die 3 hat. Haben Sie die anderen auch gut angeschaut? Das hätte man nicht wollen zeigen. Sie war erst jetzt gewesen, aber nein, ich bin froh, dass ich mit einer nach Hause gekommen bin. Und, ja, ich denke, das Schweizer Team hat sich vor einer guten Zeit gezeigt und ich bin froh, dass ich auch etwas beitragen konnte. Wie stolz sind Sie einmal, wenn Sie hier ankommen, bereits eben mit der 4. Goldmedaille und dann ein Haufen Leute warten? Ja, es ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt schon das 3. Mal, wo ich darf, mit meiner 2 Goldmedaille heimkommen und ich bin sicher auch stolz drauf und auch schön, dass jetzt alle Leute noch am Abend spät gekommen sind. Wir haben nicht genau auf uns erwartet und vielleicht denke ich, kommt auch niemand so am Abend spät, aber es ist natürlich schön, gibt es gleich noch einen Empfang dann. Wie sieht es aus mit dem Fitnessstand, Müdigkeit von Dario Colonia? Ja, eigentlich jetzt geht es relativ gut, aber es ist schon gestern der 50er gelaufen und jetzt
recht lange Reise und dann mit dem Jetlag also schlafen ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ich werde den nächsten Tag sicher noch ein bisschen müde sein und bin froh, dass es jetzt endlich heimgeht. Es war eine lange Zeit, jetzt, ja, über 3 Wochen in Südkorea. Und bin sicher froh, wenn ich ein bisschen wieder heim, ein bisschen gut erholen und in den normalen Rhythmus wieder reinkomme. Sie haben so die ganze Gefühlskala ein bisschen erlebt, grosser Erfolg bis zur Enttäuschung. Was bleibt am meisten hängen? Ja, das ist klar, es bleibt natürlich am Schluss eine Goldmedaille hängen. Das ist eigentlich das, was zählt. Und, ja, ich denke, ich bin alle Rennen auf einem guten Niveau gelaufen und eben das, was raussticht, ist die Goldmedaille. Und ich denke, auf das kann ich sicher stolz sein, eben dass ja, mit der 4. Goldmedaille gleich auch ein bisschen Geschichte können schreiben konnte. Und ja, darum war es für mich eine super Olympiade gewesen. Auch nach den ja, nach den Jahren, die es nicht so einfach waren, da bin ich wirklich zeigen, dass ich stark zurückgekommen bin mit Tour de Ski und jetzt mit Olympia nochmal Goldmedaillen. Es praktisch alles nochmal beweisen. Darum ist es für mich sicher ein grosser Erfolg gewesen. Sie haben es vorhin angesprochen, die Erholungszeit sehr wichtig. Sie lassen Lachte aus. Ist es so wie nach der Tour de Ski, braucht es Erholung, um nachher nochmal voll zuschlagen können? Ja, es ist schon schwierig, um alles zu machen. Es geht Schlag auf Schlag. Jetzt, eigentlich nächste Woche wird es schon wieder weitergehen. Und auch mit dem 50er dabei haben wir entschieden, es jetzt ein bisschen rauszunehmen. Und eben diese Saison sehr viel erreicht, mehr als ich eigentlich erwartet habe. Und darum, der Gesamtweltcup ist, denke ich, auch nicht mehr ganz realistisch. Darum mache ich jetzt eine kleine Pause und hoffe, dass ich dann dafür am Schluss noch mal gute Rennen zeigen kann. Danke vielmals und alles Gute. Merci vielmals. Was hat es neben der Goldmedaille für Highlights gegeben in Pyeongchang? Ja, es gibt viele Highlights aus der Schweizer Sicht natürlich, wo ich heute hautnah miterleben durfte. Und ja, sonst speziell war sicher noch Gratulations-SMS von Roger Federer. Also, das war auch das erste Mal, ich bin sehr darüber gefreut. Wie war die Stimmung im Team? Es sind ja jetzt Rekordmedaillen seit Jahren, nicht mehr so viel. Wie war die Stimmung? Ja, ich denke, die Stimmung war eigentlich gut. Wir haben es eigentlich gut untereinander und auch die Sportarten. Man kennt sich eigentlich auch immer mehr und man trifft sich auch zum Teil im Sommer, vor allem gewisse Sportarten. Und darum hat es eigentlich gut gepasst. Und ja, eigentlich hat es auch regelmässig mit allen zu feiern gegeben. Darum war eigentlich die Stimmung schon gut gewesen. Also das heisst immer Party? Ja, immer Party. Wahrscheinlich dort, um die Leistung zu bringen. Und ich bin viel im Einsatz gewesen. Darum hat die Party bis jetzt noch gar nicht stattgefunden. Ja. Danke vielmals, schönen Abend. Merci. Was freust du jetzt am meisten? Ja, es sind eigentlich viele kleine Sachen. Ich bin jetzt 3 Wochen im Olympiadorf. Es war sicher schön, um mit so vielen Athleten zusammen zu wohnen. Aber gleich ist es relativ hektisch. Und, ja, man isst in einem grossen Saal. Und so ist ja, einfach mal heimgekommen, die gewohnten Sachen um sich herum haben. Auch essen ein bisschen anders wieder, wo man sich gewohnt ist und auch ein bisschen auf den Winter, dass es noch viel Schnee hat, Davos. Das ist jetzt in Pyeongchang nicht so der Fall gewesen und ja, das ist sicher einfach schön, zum zu Hause sein.